Ja, hallo meine Freunde der Sonne, das ist immer wieder und meine Haare sehen aus wie scheiße, das habe ich schon im letzten Video gesagt, in der letzten Reaction, aber das ist mir scheißegal. Ich habe keinen Bock meine Haare zu machen, deshalb reagieren wir jetzt auf das Video, was ihr vorgeschlagen habt. Der Krabbenclub eskaliert. Ja, was denn los? Endlich geht's los. Ich bin richtig aufgeregt. Endlich. Guck mal in mein Gesicht, ich bin richtig aufgeregt. Du stehst völlig neben dir. Ist so. Jeden Tag kommen E-Mails rein. Mit Fragen, wann es wieder Fanartikel und Merch gibt. Und wir konnten nicht einige antworten, weil wir nicht wussten, wie das geht. Wir haben den Antwortenknopf nicht gefunden. Aber nun haben wir abgeliefert. 2 Monate hat der Krabbenclub neue Sachen hergestellt. Ja, wie geht's euch geil. Mit Bertha? Mit ihrer kaputten Hand. Der Arzt hat gesagt, sie darf die Mogda-T-Shirts nicht mehr weiter nähen. Also, das Problem mit der kaputten Hand kenne ich. Ja, das war bei mir aber kein Unfall. Ne? Das war bei mir halt, das war halt eine kaputte Hand. Ne? Warum auch immer ich die kaputte Hand bekommen habe. Der Arzt hat nur gesagt, hier, hören Sie mal auf, abends Ihre Hand zu trainieren. Da habe ich gesagt, jo, alles klar, mach ich. Egal. Die hat weitergemacht. 3 gebrochene Finger und 6 Nadeln hat sie sich reingeballert. Nur damit der Merch fertig ist. Der Krabbenclub ist der Beste. Aber wir wollen ja noch nichts verraten, was das jetzt zu erwerben gibt. Aber die Hoodies. Morianne. 3 Tage habe ich an dem Ding doch genäht. Gemacht. Nun mach das weg. Ist richtig raufgenäht. Hier, guck mal. Du machst die ganze Überraschung kaputt. Super. Sogar im Nordsee-Absinthgrün. Reicht auch. Okay, mehr zeige ich nicht. Gut. Nur noch die T-Shirts. Moment. Was? Unser Marketingplan geht den Bach runter. Die sind so schön. Guck mal, sogar im Meeresblau. So, nun haben wir ja auch alles gesehen. Und im Möwengrau. Es reicht. Eierlikörrot haben wir auch gemacht. Alle haben's gesehen. Es reicht. Und soll ich dir mal was sagen, Helga? Sag mal. Ist alles verdreht. Ganz wichtig. Lustiger wäre es jetzt gewesen. Soll ich dir mal was sagen, Helga? Ja, gibt's alles nicht mehr. Ist alles schon ausverkauft. Alles verdreht. Da legen wir ja Wert drauf. Gibt sogar eine Mütze. Es reicht. Und eine Kochschürze. Du fliegst aus dem Krabbenclub heute, Barbie. Ist aber alles so schön geworden. Und Bio-Baumwolle. Das Zeug hat Qualität. Dafür steht der Krabbenclub mit seinen Normen. Bio-Baumwolle, Fairtrade und grüner Versand. Ist eine gute Sache. Das Fanshirt. Morianne. Guck dir das an, das Fanshirt. Du machst alles kaputt. Aber ich... Das war so klar. Haben wir bei der letzten Krabbenclub-Sitzung schon vorausgesagt, dass du wieder deine Mutter nicht halten kannst. Helga. Guck dir das doch mal an. Ja, ist... Ja. Sag mal. War ja... Was Marianne immer macht, ne, das mache ich ja auch immer. Ne? Aber das mache ich immer im Winter, weil meine Lippen trocken werden. Dann stehe ich... Also zum Glück haben wir jetzt momentan unterwegs eine Maske. Also nie unterwegs, aber in der Bahn und sowas. Manchmal immer so... Ne, dass meine Lippen wieder befeuchtet werden. Ja, auch. War ja auch meine Idee. Hast du gut gemacht. War meine Idee. Das sind doch hundertprozentig wir. Ich komm ein bisschen, Was? Ein bisschen griefgnaddelig. Gnaddelig? Ja. Helga, du guckst immer so. So ein Blödsinn. Ist super getroffen. Ist ja auch egal, nun hast du eh alles verraten, was wir haben. Eine super. Sache noch nicht. Was? Das für die Lütten. Ich warne dich. Das für die ganz, ganz mach das nicht. Lütten. Morianne, mach das ich nicht. Warne dich, wenn du das zeigst, ich hau dir eins mit meinen... Ein kleiner Mugdat-Strampler. Morianne. Ich könnte heulen, so süß ist das. Ich gebe auf. Gibt's auch für die Derns. Das war die Überraschung. Und ich hab sie verraten. Mann, Mann, Mann. Eine letzte Sache gibt's noch. Wieso, was? Die 9 Tassen. Wenn du das verrätst, dann stelle ich die Vertrauensfrage im Krabbenclub gegen dich. Was fiel euch mit dem Vorsitz, Morianne? Wenn die Leute die Tassen sehen wollen, müssen sie selber in den Einkaufsladen gehen. Na gut. So, nun mach den Text. Was? Boah, ich würde jetzt einfach ganz provokant die Tasse so hochheben und Schluck Kaffee trinken. Den Text, den wir aufgeschrieben haben, den du vorlesen sollst am Ende. Wir hätten schon lange durch sein können hier. Also. Konzentrier dich. Liebe Zuschauer. Innen. In diesem Moment ist der Shop online. Einkaufsladen, das heißt Einkaufsladen. Alles Fairtrade, Bio und grüner Versand. Greift zu, sonst ist weg. Liebe Grüße, euer Krabbenclub Sisebi. Und das andere noch. Helga, wir hatten abgestimmt, dass das nicht gesagt werden soll. Nun leg den letzten Satz dann nochmal vor. PS, die lustige Idee mit dem Fan-T-Shirt kam von Helga. So. Ja. Morianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Salat mit Italien-Dressing. Kenn ich nicht. So ein Dressing kann ich bei mir was verraten. Kenn ich vom Geruch her lieber nicht so. Kein Problem Riechen. Bei der Sache. Krieg ich Bio-Baumwolle von. Ja, dann gute Besserung. Ja, Mutter.
Ja, ich habe auch gerade ein bisschen Biobaumwolle rausgepupst. Was hat der jetzt nicht gesagt? Ey, das muss ja, das ist ja, das ist ja. Schlimm sowas. Ja, unbedingt, den Shop, warte. Unbedingt den Shop, auskundschaften. Vielleicht habt ihr da was Schönes, für Weihnachten. Oder mal so zum Geburtstag. Und guckt unbedingt auch das Original an, wann wieder ein sehr geiles Video. Ich muss jetzt Biobaumwolle herstellen und mir einen Pullover stricken. Ja, ich konnte damals wirklich stricken. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Oh, das ist ganz gefährlich, ganz gefährlich. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin, haut rein und tschüss.